Markus, wie fanden Sie denn das Spiel heute? Ja, erstes Spiel, relativ schwierig, muss man erstmal in die Saison reinkommen, ein bisschen schauen, wo stehen wir selbst, wo steht der Gegner und ja, dass Freisenbruch ein Aufstiegskandidat war, das wusste man glaube ich vorher schon, das hat man dann auch heute in dem Spiel gesehen, aber ich denke, wir haben ein bisschen unglücklich auch verloren, auch wenn das Spiel vielleicht zu 60-70% bei uns in der Hälfte stattgefunden hat, aber man hätte hier durchaus mehr machen können. Zwei Fehler, die zu den Toren führen und vielleicht ein bisschen zu ängstlich gespielt. Ja, und erst spät angefangen, ab der 70. so richtig selbst halt irgendwie aktiv zu werden. Was gibt es zu verbessern zu Dienstag gegen Niederbronnstedt? Ja, also Dienstag kommt uns auf jeden Fall entgegen, dass wir auf unserem Kunstrasen spielen. Asche ist einfach ein ungewohnter Untergrund für uns, das muss man auch ganz klar so sagen. Wir müssen, glaube ich, eher und schneller in das Spiel finden. Also wir haben die erste Halbzeit relativ verschlafen, finde ich. Haben da viel zu wenig Druck auf den Gegner gemacht. Und ja, wenn wir das in Richtung Dienstag dann verbessern, also sprich auch mal ein bisschen aggressiver noch aus der Kabine direkt kommen, dann ist da auch noch ein bisschen mehr möglich. Okay, super. Vielen, vielen Dank. Das war's. Sehr gern. Danke. Mein Gott. Okay.